Miro Klose hatte 2014 nur eine 83er-Karte, aber war schon eine absolute Icon, eine absolute Legende. Und das hier ist die deutsche Nationalmannschaft 2014. Und wo sind sie jetzt? Und wir starten mit einem Banger rein. Manuel Neuer, 86er damals, jetzt 36, 8 Jahre später nach seiner Prime eigentlich und hat ein 90er-Rating. EA? Woran hat es gelegen? Das ist die Frage. Manuel Neuer, aber absolut verdient, immer noch. Ja, vielleicht gerade aktuell nicht mit Courtois, aber einer der weltbesten Torhüter und einer der besten aller Zeiten. Ron Robert Zieler damals, ganz ehrlich, ich hätte damals ja Ralf Fährmann als dritten Torwart mitgenommen, aber wer bin ich schon, um das zu entscheiden? Ron Robert Zieler hat auch kein Spiel gemacht, also auch völlig egal. 78er Karte 2014, jetzt 73er bei Hannover in der zweiten Liga. Ja, war mehr drin in der Karriere, sagen wir es mal so. Genauso bei Roman, ja gut, Roman Weidenfeller hatte damals... Natürlich, der ist schon lang weg, 33 damals, der war schon ein alter Sack und jetzt, was war seine letzte Karte hier, ein 77er Non-Rare FIFA, oh, ist auch schon eine Zeit lang, aber ist, glaube ich, jetzt irgendwo bei Dortmund auch noch in irgendeiner Position. Naja, okay, jetzt gehen wir in die Verteidigung mal hier, oh, ja, Großkreuz, oh, ja, nein, natürlich, da sind 25, 34, das ist ein Unterschied für Fischkreuz, hier, linkes Mittelfeld und jetzt Rechtsverteidiger hier bei TuS, oh, Berg, keine Ahnung, hier, glaube ich, nur Amateurfußball und ja, einfach ein Skandalprofi, aber ein lustiger Typ. Matthias Ginter, der war mit 20 bei der WM damals dabei bei Freiburg und ist auch jetzt wieder bei Freiburg mit einem 82er-Rating, also das ist ein Glow-Up, auch wenn die Pace des Downgrade nicht so wirklich schmeckt, aber Matthias Ginter, absoluter Pfeiler in der Innenverteidigung, 82er Non-Rare, tut fast weh, hätte sich eine Rare-Card auf jeden Fall verdient, bei Gladbach auch immer Leistung gezeigt, und das ist Benedikt Höwedes, der Mann, der die Linksverteidigerposition damals gespielt hat, ja, Linksverteidiger, klar. Damals bei Schalke und auch diesen Kopfball im WM-Finale, zack, an den Pfosten gelegt. Und hier, ja, hier hat er noch Haare, jetzt nicht mehr, damals bei Moskau, Spartak Moskau noch gespielt, Juventus leider eben weggegangen von Schalke damals und auch schon die Karriere beendet. Aber, ach, damals, der hatte aber keine Non-Rare-Karte, oder? Der hatte damals schon noch eine Rare-Karte, 82er und diese Linksverteidigerposition überragend gespielt. Deutschland einfach mit 4 Innenverteidigern und ohne gelernten Außenverteidiger, Ratazong reingegangen und auch ohne Mittelstürmer aus der Klose und einfach mal die WM-Ops genommen. Ja, hier, dankeschön. Oh, Mats Hummels, den habe ich übersehen, Mats Hummels. 85 auf 84 hat sich irgendwie gar nichts getan, außer dass er einfach brutal langsam geworden ist und ja. Ja, das war's dann eigentlich. Aber er wird auch bei der WM 2022 wahrscheinlich wieder dabei sein, könnte ich mir durchaus vorstellen. Erik Durm, gut, das war damals, warum der mitgefahren ist, ja, einfach nur damit man Linksverteidiger heißt. Jetzt ist er Rechtsverteidiger. 30 sieht nicht wie 30 aus und beim ersten FCK in Liga 2 ist auch nicht so wirklich gut gelungen. Boateng, bei Boateng ist es jetzt gemeint. Der hatte damals eine 83, jetzt eine 79. Denkt man sich, ja, ist nicht wirklich was draus geworden. Aber der hatte dann, glaube ich, sogar noch eine, der hatte ja nicht sogar eine 90er-Karte zwischendurch. Also Boateng hatte eine richtig, richtig, richtig gute Zeit. Und Philipp Lahm, der war all-time consistent. Aber wenn du ihn in FIFA gezogen hast, einfach lost, denn der war einfach nichts wert. 87er, 88er Rechtsverteidiger mit 68 Pace. Ja, was willst du denn machen? Wie willst du denn den spielen, Digga? Natürlich. Per Mertesacker, damals. Jetzt übrigens, ja, hat er, glaube ich, eine Icon? Ich weiß gar nicht. Mertesacker, ja, sicher hat er eine Mertesacker. 35 Pace, da kann sich der Bruder mal gepflegt in die Eistonne reinpacken. 35 Pace ist richtig mächtig. Vor allem, wenn man jetzt merkt, er hatte damals in seiner letzten Karte 27. 27, das ist ungefähr dieses Tempo. Oh mein Gott, das ist so. Ja, FIFA 8, auch, der ist auch schon so lang weg vom Fenster. Ist der, ja, gut, der ist jetzt 38. Gut, da kann man dann... Kann man dann auch mal aufhören? Geld hat er, glaube ich, genug verdient, der gute Mann. Mustafi! Skodran! Moment. Der war bei der WM dabei und hat ein 68er-Rating bei Sampdoria. Und jetzt bei Levante. Jetzt ist er bei Levante. Dazwischen war er bei Valencia. Da hat er nochmal richtig gepiekt. Dann war er auf Schalke. Ja, davor noch bei Arsenal, glaube ich sogar. Und ja, also. Ja, bei Schalke, das war nichts mit Skodran Mustafi. Der hat irgendwie eine ganz komische Karriere. Khedira, seit 21 wieder nicht dabei. Gut, sein Bruder ja jetzt noch in der Bundesliga. Ah ja, schöner Mann. Schöner, hier, guter Klo. Hier die andere Frise und hier die neue Frise. Aber ganz solide damals. Auch einer der Eckpfeiler bei Real Madrid. Und auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Bastian Schweinsteiger, der Schweini. Da hat er noch keine grauen Haare. Da hat er sie noch nicht. Aber...
Er hatte ein 88er Rating und dann ein 76er Chicago Fire Innenverteidiger Karte mit 34 Base und ein oh, die Karte. Ah, ich kann mich erinnern. Oh, also erinnern ist jetzt natürlich, ich kenne die Karte, aber FIFA 20 habe ich nicht gespielt, das ist das Problem. Aber ich glaube, der hatte die auch schon in FIFA 19 oder so ähnlich. Julian Draxler! Julian Draxler, die 80er Karte bei Schalke! Diese Karte, Freunde, ich schwör's euch, ich schwöre auf alles. Das ist die beste FIFA-Karte aller Zeiten. Die Karte war sowas von OP. Das war die beste Karte in FIFA 14. Ohne Spaß, der hat alle eingesteckt. Und jetzt, ja, linker Flügel, 72 Tipps. Ja, war auch nicht die Karriere. Gut, er hat bei PSG gespielt oder ist immer noch bei PSG unter Vertrag. Aber trotzdem, da war einfach mehr drin. Da war einfach mehr drin, Digga. Toni Kroos und ich gerade wurde zu Toni Kroos. Ja, na klar, es geht hier um Toni Kroos. FIFA 14 und FIFA 22. Mittlerweile 88er hochdekoriert und nicht mehr in der deutschen Nationalmannschaft am Start, muss man auch dazu sagen. Mario Götze, der hat ja auch einen wilden Ritt. Schöne. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Hier 5 und denkt man sich, boah, der Junge, der hat jetzt alles abgerissen. Dann war eine Phase, wo er gar nichts mehr abgerissen hat. Und jetzt ist er wieder gut dabei. Und ich hoffe, oder ich wünsche es ihm, dass er bei der WM nochmal dabei ist und vielleicht den einen oder anderen Moment haben kann auf der ganz, ganz großen Fußballbühne. Wäre ihm zu wünschen, natürlich. Kramer, der hat nicht nur das WM-Finale vergessen, sondern auch vergessen, dass er hier, ja, keine Ahnung, einfach plus 6 Rating damals einfach als 71er ein WM-Finale gespielt. Auch nicht schlecht. Mesut, ja, den Boy haben sie, der hat hier Farbe verloren. Guckt euch mal das Gesicht an. Hier noch mit Farbe und hier ganz, ganz blass, der Kerl. Aber ja, mit einem minus 9 Downgrade, was willst du auch anderes? André Schürrle auch schon länger aufgehört wieder. Und einfach ein 76er Rating. Der Fluch des WM-Tores und der WM-Vorlage bei den Kerlen. Und Lukas! Lukas Podolski! Immer noch am Start mit einem 72. Oh, und der hat jetzt einen 80. Hat der nicht ein 60-Meter-Tor geschossen? Wild, der Kerl. Miro Klose! Legendenkarte in FIFA 23, die ich auch übrigens in den Pack gezogen habe. Ja, guckt das gerne auf meinem FIFA-Kanal an. Ja, erste Icon und schallert einfach. Tommy Müller, 24, jetzt 33. Sieht immer noch gleich aus, der Kerl. Altert einfach nicht und ist immer noch fixer Bestandteil der Mannschaft. Guckt euch das mal an. Und jetzt natürlich Gosens da mal nicht. Reus haben die Karte gar nicht gesehen. Gut, der war nicht dabei. Musiala nicht dabei. Gündogan, Adeyemi, Gnabry, Sané, Hoffmann, Havertz. Da waren so viele. Goretzka, Raum. Da waren so viele Spieler, die damals nicht dabei waren. Logischerweise, die jetzt dabei sind, weil sie zu jung waren oder eben nicht. Aber Freunde, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Kann dieser Kader die WM gewinnen? Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann guck als nächstes gerne auch noch das Video hier. Also hier klicken. Und angucken.